Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind weiterhin unverändert in Dathomir, haben gefühlt alles an tödlicher Flora und Fauna hier kennengelernt und sind jetzt streng genommen wieder genau da, wo wir ursprünglich sein wollten. Und zwar kurz vorm Eingang des Grabes. Erinnert euch, wir standen hier schon mal, wir hatten ein Gespräch mit einem Fremden und dann wurden wir nach irgendwo da unten gekickt. Naja, jetzt haben wir die Klettermöglichkeit und keine Hyopais, die uns jetzt hier aufhalten. Das muss das Grab sein. Ja, da wollte ich ja schon die ganze Zeit hin. Zwischenzeitlich haben wir diese Rieseneule, dieses Goroduck oder wie das Viech heißt, kennengelernt. Auch sehr sympathisch. Und das alles nur, um jetzt endlich hier reingehen zu dürfen. Schön. Verschlossen. Nett. Wartet wieder wer um die Ecken? Nein, diesmal nicht. Ist doch mal was. So, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch ein altes Sifo-Grab. Von den Dingern kennen wir ja schon ein paar. Irgendwas findet man immer. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kuchets Grab. Es ist abgelegener als erwartet. Der Zugang war anscheinend schon zu den Zeiten der Sepho geheim. Ein Kontrast zu dem prunkvollen Grab von Mikthul und kein Willkommener. Die Schwestern der Nacht von Dathomir gewähren mir Zugang. Sie warnten mich gleichzeitig aber auch. Hier war etwas Dunkles. Ich kann es fühlen. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Oh, scheiße. Fühl mich schon besser. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, und los geht's. Was ist es, BD? Ah, ne. Mantis-Lackierung. Schön. Gibt's hier noch irgendwelche Echos? Oder irgendwas generell verstecktes Geheimnis? Nee. Und jetzt? Was immer das war, es ist weg. So, jetzt haben wir hier Fähigkeitenpunkt, den wir noch theoretisch vergeben könnten. Ich überlege, ob es Sinn macht. Ich würde als nächstes, glaube ich, auf die Gesundheit gehen. Zwei Fähigkeitenpunkte. Warte ich nochmal ein bisschen. Aber Gesundheit kann nie schaden. Ein Holocron, was macht das denn hier? Wir sind anscheinend auf einem Venator. Hi. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Du solltest dich beeilen, Kerl. Jaro hat nicht viel Geduld. Verstehe ich. Das heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Ihr verlassen Bracca? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten. Schon okay. Ich glaube, sobald's Meister Tapal sagt. Apropos deinen Meister. Ja, ich gehe besser. Jaro wartet doch, oder? Ja. Ja, das war noch alles vor Meister der Order. Tapal hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Das war noch vor der Order 66. Meister Tapal. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht warten.
Scheiße. Das war das Training, an das sich Kerl erinnert hat. Kann ich an der Wand? Nein, kann ich nicht. Aber das reicht doch nicht mit einem Doppelsprung, oder? Reicht das? Kriegen wir das hin? Das muss ich doch irgendwie hinkriegen. Reicht irgendwie nicht von der Distanz. Ich komme da knapp nicht dran. Oder kann ich da, kann ich meine Macht nutzen? Das ist jetzt ein bisschen... Da kann ich mich auch nicht dran klemmen. Ja, 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 Mr. Topol. Es ist halt scheiße weit weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. Beeilung, Kerl. Aha, warte mal. Ich kann mich anscheinend an ein paar Dingern festklemmen. Aber auch nicht vielen. Scheiße. Nein. Ach, verdammt. Ja, ich mache das jetzt aber absolut auch mit Absicht, weil wir wollen ja simulieren, dass Care ein Schüler ist. Meine Güte. Kerl lernt ja noch, ne? Ja, Kerl, kannst du schon mal üben für gleich, ne? Komm jetzt zu mir. Falls sie dich dann richtig beschießen. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Oh, oh. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Das war ein Spaß mit der Order 66. Nein, halt! Ziehen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein.
Los, wiederholen. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Melde Verluste. T'Pol hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist wer in den Wartungsgängen. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Ich sage jetzt mal absichtlich nichts mehr. Das ist gerade sehr intensiv. Uns ist ein Override. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Okay, das ist hart traurig. Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister.
Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Angst beherrscht dich, wie immer. Er will jetzt, dass ich den meinen Meister angreife. Mein Tod ist deine Schuld. Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Die Angst unterbricht deine Verbindung. Hier, mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager, ein Schwächling, ein Verräter. Du bist kein Jedi! Ach du Scheiße. Das war ein Hieb der dunklen Seite, würde ich mal sagen. Eine Machterscheinung. Kael ist von dem schrecklichen Erlebnis im Zuge der Order 66 traumatisiert, als er und sein Meister Yaro Tapal von ihren eigenen Truppen attackiert wurden. Während Kael mit Tapals Hilfe entkommen konnte, wurde sein Meister getötet. Der sterbende Tapal überreichte Kael sein Lichtschwert und gab ihm einen letzten Rat. Vertraue nur der Macht. Das ist kaputt. Der Kristall zerbrach. Nutzlos. Du willst mich verarschen. BD? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Wie wollen wir denn jetzt da draußen überleben ohne Lichtschwert? Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen. Verloren. Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh? Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Yeah. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzip hier. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie.
dann lehre ich dich, das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Meryn, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Dathomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Dathomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon. Hello, Leonie. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen: Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Dathomir, bekämpft ihr uns alle. Gut. Eben ist seines Glückes Schmied. Aua. Ah. Du bist wieder flachsen. Klar machen. Was ist los? Hier hat eine Unfrost-Effekt. Sie verfolgt mich. Oh, oh, und du führst sie hierher? Captain, Start klar machen. Oh, 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 oh. Okay, ich habe nicht mehr genug Macht. Bring uns weg von hier! Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum! Weg hier!